Ich werde eine plastische Übung vorstellen. Plastizieren ist eigentlich die Art von bildnerischer Tätigkeit, bei der wir am meisten in die Materie und sinnbildhaft auch in die Welt eingreifen. Schon mit kleinen Kindern kann man plastizieren, kleine Dinge aus Wachs, also aus einem eher weichen Material. Ab dem Schulalter arbeitet man gerne mit Ton, auch dem Alter entsprechend in Größen. Und wenn man keinen Ton und kein Wachs hat und unternehmungslustig ist, dann kann man auch mal mit sowas Alltäglichem plastizieren wie Zeitungspapier. Ich habe hier vier Zeitungen zusammengeknüllt, einzelne Blätter, und damit werde ich arbeiten. Hier habe ich Wasser im Eimer halb gefüllt und nehme Zeitungspapier, einige Blätter. Ich habe jetzt drei genommen und tauche die ein. Und nach ihrem Bad im Wasser kommen die Blätter schon ganz leicht formbar heraus. Und da kommt mir natürlich schon gleich eine Idee, was ich daraus machen könnte. Wenn das schon so leicht bildsam ist, da könnte ich ja einen kleinen Zwerg formen. Mit einer Zipfelmütze. Hier hat das jetzt sich gerade so ergeben, dass die Zipfelmütze blau ist. Das ist nur durch die Farbe des Zeitungspapiers gekommen. Fallen mir natürlich auch noch andere Sachen ein. Jetzt habe ich drei Blätter genommen. Es geht nicht darum, perfekte Formen herzustellen, sondern wir versuchen, die Fantasie anzuregen durch so etwas. Alles, was schon perfekt fertig ist, gibt unserer Fantasie und unserem Vorstellungsvermögen viel zu wenig Arbeit. Aber wenn wir das innerlich erst fertig erschaffen müssen, was wir vor uns haben, dann kräftigt das unser Vorstellungsvermögen. Das Tier braucht vorne auch Beine, wo es den Kopf drauflegen kann. Und Hinterbeine. Die so geformten Figuren brauchen ungefähr eine Woche zum Trocknen, und dann kann man sie sogar anmalen, wenn man möchte, dass sie ganz fest werden, kann man sie mit Kleister bestreichen. Aber sie sind auch so erstaunlich stabil nach einer Woche, so dass man sie in die Hand nehmen kann und anmalen kann. Hier sehe ich gerade ein Delfin entstehen. Greife diese Idee für den Moment auf und schau, ob das, was hier werden will, wirklich ein Delfin ist. Schnabel hat es auch schon. Ich glaube, das will eher ein Vogel werden. Ich glaube, dieser Vogel bräuchte noch ein Nest. Gucken wir mal, ob der Vogel sich da drin wohlfühlt. Ja, so schlecht ist es gar nicht. Man sieht, man kann mit fast nichts eine kleine Szenerie hier schaffen.
Und mit diesen kleinen Gestalten könnte man jetzt auch ein kleines Tischpuppentheater aufführen.